wir wollen heute gerne mindestens 17 Hektar schaffen, gerne mehr. Eine alte Bauernweisheit sagt, wenn der Boden an den Stiefeln klebt, man nicht auf den Acker geht. Jetzt merkt man auch, dass die Wärme in uns allen so aufsteigt. Wir machen jetzt noch einen kleinen Endspurt und dann haben wir es geschafft. Man kann nicht sagen, die doofen Schweine, ne? Dann wird er da keine mehr geben. Ja, für den Tag ist man vielleicht ein bisschen reich. Wulfhof Nettelsee, Nähe Kiel. Altbauer Hans-Peter Wulf und sein Sohn Jörg in Lauerstellung. Gleich kommt der Mähdrescher. Gleich ist Erntebeginn. Manchmal liegt der Teufel im Detail und keiner kann es vorhersagen. Unvorhersehbare Sachen sind immer nicht einzukalkulieren. Also es könnte am Mähdrescher was kaputt gehen oder ein Trecker könnte ausfallen und so weiter und so fort. Ja, man will das ja am liebsten trocken haben. Das hängt ja mit den Kosten zusammen. Trocknungskosten will ich immer nicht unbedingt so gerne haben. Und wenn das Wetter dann einigermaßen zuspricht, kann man ja warten. Denn mit Warten kann man Geld verdienen oder verlieren. Ist so. Heute ist genau der richtige Erntezeitpunkt, glauben die Wulfs. Der Lohndrescher rollt an. Eine eigene Mähmaschine haben sie nicht, denn das Gerät kostet so viel wie ein kleines Einfamilienhaus. Jetzt fahren wir mit dem Schneidwerk zum Feld, bauen das Schneidwerk an und dann beginnen wir zu dreschen. Zuerst ist die Gerste dran. 14 Hektar haben die Wulfs, das entspricht ungefähr 10 Fußballfeldern. In wenigen Minuten ist der Riesenrasierer einsatzbereit. Denn wenn das Wetter hält, wollen sie heute ihren gesamten Bestand dreschen. Die Gerste der Wulfs steht auf 3 Feldern. Die ersten beiden liegen dicht beim Hof. Heute der erste sonnige Tag seit Wochen. Vorher hat es fast ohne Unterbrechung gegossen. Seit 3 Jahren ist Jörg der Betriebsleiter. Noch weiß er nicht, wie sich die lange Regenzeit auf sein Getreide ausgewirkt hat. Da wird auch noch mehr Feuchtigkeit in den Stängeln sein. Im Stroh ist noch Feuchtigkeit. Man kann sehen, wenn man am Knoten die Pflanze abbricht, dass dann noch Feuchtigkeit zum Vorschein kommt. Aber das müssen wir uns angucken. Das kann man so jetzt noch nicht sagen. Wir sind ja jetzt auch gerade erst angefangen. Schon nach 10 Minuten ist der Tank des Mähdreschers zum ersten Mal voll. Ein gutes Zeichen. Das gibt viele Tonnen pro Hektar. Einen halben Anhänger kann der Mähdrescher speichern, dann muss er abpumpen. Gleich wird sich entscheiden, was die Gerste der Wulfs in diesem Jahr wert ist. Jörg nimmt die erste Probe. Er will wissen, wie feucht das Getreide ist. Das wird zwar gleich auch beim Handel gemessen, aber wir wollen halt schon mal gucken. Jetzt muss man einen kleinen Augenblick warten, weil die Feuchtigkeit, die malende Wirkung erzeugt eine Wärme und dadurch wird die Messung verfälscht. Ganz knappe 16%. Dafür, dass wir jetzt anfangen, ist das in Ordnung. 15,7. Wir sollen 14,5 haben, aber jetzt ist natürlich gerade erst angefangen. Und wir haben natürlich jetzt noch die Bodenfeuchtigkeit und den Tau von heute Nacht. Man fängt knapp an, das wird dann über Tag besser und irgendwann ist Feierabend und dann wird es auch nachher irgendwann wieder schlechter. 14,5% heißt, ich brauche nichts bezahlen für die Trocknung, weil die Ware trocken genug ist, um sie zu lagern. Und ich habe auch keine Gewichtsabzüge, weil Wasser ja auch Gewicht mit sich bringt. Und dieses Wasser würde dann abgezogen werden von dem Ertrag. Aber zu trocken ist auch nicht gut. Dann ist das Getreide zu leicht und bringt beim Verkauf weniger ein. Ja. Letztes Jahr haben wir mit 19% gedroschen. Und es war auch richtig, weil die Witterung hinterher auch nicht besser wurde. Man weiß das ja vorher nicht, ob es jetzt die richtige Entscheidung war oder nicht. 10 Tonnen Gerste hat er geladen. Vater Hans-Peter übernimmt die erste Fuhre zum Landhandel, obwohl er seit ein paar Jahren Altenteiler ist. Das ist das Land, zum Teil, was meinen Eltern schon gehört hat und meinen weiteren Vorfahren, das immer noch bewirtschaftet wird. Eine unwahrscheinlich nachhaltige Sache einfach, weil wer kann schon sagen, dass er auf
der gleichen Basis, wie seine Vorfahren den Job hat. Sein Kumpel, Lohndrescher Hauke, bezahlt Jörg nach Hektar. Wenn Hauke ohne Pause durchfährt, schafft er 2 Hektar pro Stunde. Voll klimatisiert, unberührt von Staub und Hitze. Gegen Mittag kommt Vater Hans-Peter vom Landhandel zurück. Mit leerem Hänger und hängendem Magen. Wir müssen manchmal auch auf einer Strohkappe sitzen und essen. Margret Wulff und Erntehelfer Sascha bereiten die Feldküche vor. Noch keiner weg mit dem Wagen, ne? Doch der nächste Hänger ist schon abfahrbereit. Ich finde, das ist so ein harter Job, den die so machen, den ganzen Tag im Staub. Dann ist es doch schön, wenn sie dann mal eine Mahlzeit in Ruhe einnehmen können. Es klappt nicht immer, dass wir Tische und Bänke hinstellen können, aber wir geben uns Mühe, dass die gut versorgt werden. Ich kann mir das jetzt nur auch nicht vorstellen, dass ich wirklich nur in meinem Haus jetzt sitzen soll, im alten Teil, und nur warten, dass mein Mann zum Mittag kommt. Ja, die kommen schon, ne? Ja. Der Chef, Jörg, will mit der nächsten Fuhre zum Landhandel. Ja? Du haust an? Also, komm, was ist die Uhr? 12. Was? Ja, dann kommen wir her zuerst zum Essen. Komm dann erst hier zum Essen. Das schaffen wir noch. Was? Ja. Ja. Komm dann erst hier zum Essen. Ist alles aufgebaut, sag ich mal. Ja. Gut, tschüss. Wenn Seniorchef was sagt, wird das getan. Ernte hin, Ernte her. Pünktlich um 12 wird bei den Wulffs Mittag gemacht. Guten Appetit. Ja. Ja, ebenso. Den Nudel-Chili-Auflauf von Mutter Margret haben die Erntehelfer sich verdient. Denn das erste Feld ist fast abgeerntet. Zurück auf dem Wulffhof. Der Kuhstall. Das Revier von Hanno Wulff. Er ist bei seinem älteren Bruder angestellt. Genau wie Jörg hat Hanno Landwirtschaft von der Pike auf gelernt. Das ist halt mir in die Wiege gelegt worden, wie ich das auch immer sagen soll. Habe ich Lust zu und das mache ich dann halt. Und von vornherein schon, als 12-Jähriger war ich auch schon im Melkstand bei den Kühen und bei den Kälbern, wenn die Kälber getränkt haben und so. Also das ist halt so gekommen. Mein Bruder ist halt der für den Außenbereich zuständig ist. Und dadurch ist halt gut eingeteilt. Fast 100 Milchkühe zweimal am Tag füttern, melken, ausmisten und das bei den Milchpreisen. 28 Cent gibt's für den Liter. 33 bis 35 wären normal. Trotzdem hat Hanno sich heute schon gefreut. Heute Mittag gegen 12 Uhr haben wir ein Kälbchen bekommen. Ein Kuhkalb von der Kuh Kerstin. Kuh und Kalb sind wohlauf, sind sehr zufrieden. Wenn das Kalb gesund ist, freue ich mich da immer drüber. Die Kuhkälber behalten wir für die eigene Aufzucht und die Bullenkälber verkaufen wir nach 2 Wochen in die Mast. Ankunft Landhandel Plambeck in Brügge. Die 9. Fuhre des Tages. 10 Tonnen Gerste pro Hänger. Juniorchef Peter Plambeck nimmt eine Probe. Der Grundpreis steht schon fest. Das sind Rekordpreise, ähnlich wie 2008. Über 200 Euro die Tonne für Gerste, die der Landwirt bekommt. Dürre in Amerika und die Russen wollen ihr Getreide in diesem Jahr nicht verkaufen. Das ist gut für die Preise und Trocknungskosten haben sie Jörg auch nicht aufgebrummt. Früher Abend auf dem Wulffhof. Jörgs Freundin Rebecca ist nach Hause gekommen. Vor dem Abendbrot noch eine Runde mit dem Hofhund drehen. Tagsüber hat Rebecca einen Bürojob in Lübeck. Manchmal beneide ich ihn auch, weil er hat Zeit. Ich habe Urlaub und er ist da. Und klar, er muss vielleicht mehr arbeiten als alle anderen, aber er ist jemand, der sich die Zeit vereinteilen kann. Er ist halt da und kann mal sagen, oh, wollen wir am Dienstag mal nach Kiel, wollen wir mal in die Stadt. So, wenn jemand normal beschäftigt ist, geht das nicht. Also er hat auch eine Freiheit.
5 Minuten Gassi laufen. Dann ist sie mit Hofhund Konsul auf dem Acker. Diese Scholle gehört dem Wolf seit Hunderten von Jahren. Noch 4 Hektar Gerste bis zum Feierabend. 2 Stunden. Dann ist die Gerste geschafft, das ist doch gut. 2 Stunden ungefähr. Außenrum ist fertig. Vielleicht 2 Stunden und Keks. Rebecca kommt selbst vom Bauernhof und kennt sich deshalb mit Schlechtwetterlaunen ganz gut aus. Dann legt Becky sich ein bisschen dickeres Fell zu, und ist alles gut. Eigentlich immer entspannt, weil ich es ja kenne eigentlich auch aus den Jahren vorher, dass es immer irgendwie, klar, es gibt immer mal schlechte Jahre, wo es dann wirklich knapp wird oder knapp ist, aber ich habe eigentlich noch nie erlebt, dass es so richtig schlecht war. Man kann sich dann ja auch, wenn mal was nicht klappt, über die Sachen freuen, wo man denn den Wetter gerade eben noch ein Schnippchen geschlagen hat und sagt, naja, kann auch nicht immer alles klappen, ne? In knapp 10 Stunden haben sie 13 Hektar Gerste geerntet. 10 Tonnen pro Hektar. Ein guter Schnitt. Jörg hat sein Ziel erreicht. 130 Tonnen Gerste verkauft zu Rekordpreisen. Mehr als 20.000 Euro eingefahren. Nun ist er wohl ein reicher Mann. Ja. Für den Tag ist man vielleicht ein bisschen reich. Aber man hat das ganze Jahr vorher dafür Geld ausgegeben. Von daher ist dem ja nicht so. Und das, was ich an Geld verdiene, ca. 40%, gebe ich wieder für die Mittel aus, um die neue Ernte auf dem Heim zu stellen. Und der Rest, der ist dann ja nachher nur über. Lohndrescher Hauke will morgen auf seinem eigenen Hof in Barmissen Gerste dreschen. Bei Jörg ist als nächstes der Raps dran. Ich denke, das geht weiter. Ja, lange dauert es nicht. Ist die Frage, ob es Regen gibt, wie der Wetterbericht ansagt, aber... Ja, aber Freitag ja noch nicht. Wir sind morgen mit der Gerste fertig. Ja. Dann kann es Freitag gerne in den Raps gehen. Alles klar. Gut. Gut. Seit 2 Wochen nun schon wieder Schiedwetter. Mit der Ernte geht's nicht recht voran. Alles ist aufgeweicht, die Böden sind nicht befahrbar, das Erntegut ist zu feucht, um es zu dreschen, das Stroh ist zu feucht, um es zu pressen. Wir kommen in der Ernte im Moment nicht weiter. Jörg ist unterwegs zu einem Rapsfeld. Für den Nachmittag ist wieder einmal Wetterbesserung angesagt. Gucken wir jetzt mal, wie der Raps aussieht, ob wir heute Nachmittag vielleicht Chancen haben, noch zum Dreschen zu kommen und wie das mit der Befahrbarkeit des Bodens ist. Vor ein paar Tagen haben sie hier schon angefangen zu dreschen. Ja. Mussten aber wieder aufhören. Eine alte Bauernweisheit sagt, wenn der Boden an den Stiefeln klebt, man nicht auf den Acker geht. Und also wir haben jetzt die Abdeckung des gedroschenen Materials, aber man sieht, der Boden backt eindeutig an den Schuhen, Stiefel sind ja dito. Von daher hat man eigentlich mit Maschinen auf dem Feld im Moment nichts verloren. Wenn es trocken bleibt, will Jörg trotzdem heute dreschen. Denn wenn er weiter wartet, könnte ein einziger heftiger Schauer seinen Raps vernichten. Der Bestand hat es bis jetzt verkraftet, dass wir andauernd so einen Regen hatten. Sonst besteht die Gefahr, dass wenn die Schoten ganz trocken sind und es fallen Wassertropfen drauf, dass diese Erschütterung ausreicht, um die Schote zum Aufplatzen zu bringen. Und dann fällt mein Ertrag auf die Erde. Schöner wäre was anderes. Ne? Weil das ist ja auch das Geld, wo ich nachher von lebe. Also auf jeden Fall ein Teil. Ich habe ja den Ackerbau und die Milchviehhaltung. Aber das ist natürlich, das habe ich das ganze Jahr hingestellt. Jeder Angestellte bekommt jeden Monat seine Gehaltsabrechnung und kriegt sein Geld. So, und das ist halt ein Teil meines Geldes, was ich jetzt im Moment nicht eingefahren bekomme. Und das steht mir eigentlich zu. 12 Uhr, Mittag. Heute im alten Teil. Um die Stimmung der Männer etwas zu heben, tischt Mutter Margret deren Lieblingsessen auf. Das geht mir einfach auch genauso gut an die Nerven, oder wie man schön sagt, wie mein Mann und den Kindern, wie wir alle eigentlich in der Landwirtschaft darum bangen. Ich habe
auch richtig Probleme damit, das jeden Tag zu sehen. Ich bin am Sonntagabend mit dem Fahrrad noch mal zu den Feldern gewesen und habe gesehen, dass teilweise auch der Raps schon die Schoten aufgebrochen sind von dem Regen, dass der Weizen nicht mehr die Qualität hat, der er eigentlich haben soll. Das belastet mich genauso mit. 120 Ballen Gerstenstroh haben sie unter Dach und Fach. Das reicht für einen halben Winter als Einstreu für die Kühe. Eigentlich wollte Jörg jetzt Raps dreschen. Wenn man will, könnte man dabei depressiv werden, glaube ich. Also, wenn man das zu dicht an sich ranlässt. Weil man sich da ja richtig reinsteigern könnte. Also, wir haben jetzt 2 Wochen Regen. Wenn ich jeden Tag jetzt sage, oh, schon wieder so eine Scheiße, dass mich das nicht glücklich macht, ist vollkommen klar. Aber ändern kann ich das nicht. Und wenn ich das nicht ändern kann, dann brauche ich mich da nicht drüber aufregen oder drüber schimpfen. Dann ist es einfach so, dann nimmt man das als Gesetz hin. Tage später. Wetterbesserung. Die Wolfs sind im Raps. 6 Hektar stehen noch, die werden heute eingefahren. Noch 2 Wagenladungen. Raps bringt doppelt so viel Geld wie Gerste. Gute 450 Euro pro Tonne. Hans-Peter ist heute kein Erntehelfer. Trotzdem hat er sich nicht vom Acker gemacht. Die Sonne scheint. Bei so einem Wetter kann man dreschen. Aber auch Saum jagen. Ja, wir haben eben beim Durchschneiden des Schlages gesehen, dass sich Wildschweine, oder vermutlich Wildschweine, weil das ist die Tierart, sag ich mal, die sich im Raps jetzt noch verstärkt und die den Raps so zum Wackeln bringt. Also gucken wir mal, vielleicht irre ich mich auch. Aber wir warten. Hans-Peter ist ein begeisterter Weidmann und besonders wild auf Wildschweine. Gegenüber sein Jagdkumpel Klaus-Peter. So können sie die Schweine ins Kreuzfeuer nehmen. Für Jagdvergnügen hat Jörg keine Zeit. Er will jetzt wissen, wie feucht sein Raps ist. Trotz Dauerregen hofft er auf ein anständiges Messergebnis. Medium, würde ich sagen. Also, ich schätze, dass 10, 5 oder 11 wird. Aber das weiß ich noch nicht. Raps wird abgerechnet mit 8,5%. Und das, was es feuchter ist, kriege ich an Abzügen. Das ist zu feucht. Viel zu feucht. 14,6. Das ist teuer. 5% vom Ertrag gehen drauf fürs Trocknen. Wat mut, wat mut. Insgesamt hat der Regen knapp 1000 Euro aus Jörgs Rapskasse gespült. Nur noch ein paar einzelne Streifen sind zu dreschen. Doch noch immer lässt sich keine Sau blicken. Oftmals haben wir auch ganz spät. In den letzten kleinen Stück kommen sie erst raus. Dann kannst du sie mitunter schon sehen, wie sie unten im Raps oder im Mais so langlaufen. Kannst du schon sehen. Weil die alten Bachen das ahnen, da ist was los. Und dann hauen die schon ab. Also das ist, die Schweine sind nicht doof. Die Schweine sind da, die Sauen sind auch ganz schön. Was soll ich sagen? Man kann nicht sagen, die doofen Schweine, ne? Dann wird er da keine mehr geben. Also die sind ganz schön fliegsch mitunter. Das Reh hat jetzt schon Zeit, Wildschweine nicht. Da! Da! Bitte! 3, meinte ich, habe ich gesehen. Ich habe nachher mal für. Ich hatte einen drin im Glas, aber. Die waren da die Richtung gerade nach den anderen Schützen da drüben. Ne? Und wegen dem Kugelfang soll man das nicht machen. Gleich haben die Säue keine Deckung mehr. Da. Gleich der erste Schuss, ein Treffer.
2 Wildschweine erlegt, eines ist entwischt. Den Raps hat Hauke trotz der Knallerei niedergemäht. Speziell diesen Jäger kenne ich und zu dem habe ich Vertrauen, dass er das tut, was, wie soll ich sagen, weitmännisch ist und dass er mit der Waffe umgehen kann. Die Jagdbeute will Hans-Peter verkaufen oder Margret für die Küche überlassen. Die etwa 10 Kilogramm schweren Frischlinge geben einen schönen Sonntagsbraten für die ganze Familie. Das hat mit Glück zu tun. Also Vater und Klaus-Peter, die sind ja nicht das erste Mal dabei. Und sie sind so manches Mal, ohne was gesehen zu haben, wieder nach Hause gekommen. Bilanz der Ernte. 48 Tonnen Raps und 2 kleine Wildschweine. Als nächstes ist der Weizen dran. Tage später. Um die Mittagszeit haben die Männer angefangen, Weizen zu dreschen. Vorher war es zu feucht. Trotzdem haben sie heute schon viel geschafft. Von 30 Hektar sind 10 schon eingefahren. Am frühen Abend erreicht Jörg mit der 9. Fuhre den Landhandel. Langsam! Noch einen kleinen Tick! Gut! Den Weizen bringt Jörg nach Postfeld. Er arbeitet immer mit 2 Händlern, das macht unabhängiger. Lagerist Volker Paustian nimmt eine Probe für die geeichte Messung. Und da 15,2 hat, kann ich ihn einlagern. Ich kann den nassen und trockenen teilen. Und den nassen in der Box 6 und den trockenen in der Box 4. Jörgs Weizen kommt in Box 4. 230 Euro bekommt er für eine Tonne. Das ist richtig gut. Also wir hätten jetzt trockene Ware und das macht dann richtig Spaß, wenn man sieht, dass sie unter Dach und Fach ist quasi. Bis Sonnenuntergang mähen sie noch weiter. Dann ist Feierabend für heute. Die Nächte sind jetzt schon zu feucht zum Dreschen. Der nächste Tag. Ein Sonntag. Heute kocht Rebecca für die Erntehelfer. Jörg ist schon los. Das Wetter soll kippen. Und dann haben wir gestern Abend schon diskutiert, oh, welche Fläche machen wir jetzt zuerst und welche ziehen wir nach hinten. Wenn das, also es war halt schon, ja, also sehr, sehr aufgeregt und auch sehr im Stress. Nur noch ein paar Stunden ideale Erntebedingungen unken die Wetterfrösche. Und jetzt auch noch das. Der Mähdrescher will nicht mehr. Der Drescher läuft unruhig. Da ist irgendwas im Antriebsstrang nicht in Ordnung, aber wir wissen im Moment noch nicht was. Das ist ein ziemlich komplexes Gerät und da jetzt die Fehler zu finden, ist halt nicht so einfach. Aber die Maschine läuft doch noch. Deshalb vermutet Erntehelfer Sascha den Fehler beim Getreideauswurf. Die Schnecke hat sich zugesetzt, da kam zu viel auf einmal. Jetzt. Kriegt ihr das hin? Ja, aber die Schnecke muss wieder frei. Hat sich jetzt alles gepresst und hängt fest. Wir wollen heute gerne mindestens 17 Hektar schaffen, gerne mehr. Aber das müssen wir sehen, wie es läuft. Ne? Wenn das gut läuft, dann schaffen wir auch noch mehr. Das gucken wir uns dann an. Sascha behält recht. Das Erntegerät hatte nur eine leichte Verstopfung. Mit 2-stündiger Verspätung macht sich Lohndrescher Hauke an die Arbeit. Noch keine 12 und schon Mittag. Das gibt's doch nicht bei den Wolfs. Hauke uns dann hier unter Wind hat mit dem Kornfahren, wenn wir im Stück sind. Also bei diesem Stück, beim 4-Hektar-Schlag kriegt er das nicht hin. Aber nachher auf dem 10-Hektar-Schlag, da haben Sascha und ich dann vielleicht nicht mehr ganz so viel Ruhe zum Essen. 10 Stunden wird Hauke noch brauchen für den Weizen der Wolfs, wenn Maschine und Wetter durchhalten. Dreißig Hänger voll. 300 Tonnen Weizen, das wäre ein Traumertrag für Jörg. Statt Hochsitz heute Melkstand für Hans-Peter. Noch dauert das Melken der Kühe mehr als 2 Stunden.
Denn der Kuhstall ist 30 Jahre alt, ein neuer bereits in Planung. Wenn wir einen neuen Make anhaben, dann ist das auch einfacher, mal alleine zu mägen. Oder der braucht ja nur mal ein bisschen Kühe rein. Aber das hält ihn ja auch jung, wie man sieht. Da werden wir noch mal Fischmilch haben. Gib mal auf. Auch wenn du nachher bald 70 bist. Aber solange das Spaß macht, machen wir das. Wenn man nachher nicht mehr kann, hört von alleine auf. Trotz mieser Vorhersagen noch immer ideales Ernteklima. Seit Stunden ackern die Wolfs schon im Akkord, sind bereits auf ihrem letzten Feld. Das Ziel ist vor Augen quasi. Wir machen jetzt noch einen kleinen Endspurt und dann haben wir es geschafft. Noch 4 Hektar. Dort, wo sie vor 2 Wochen Gerste gedroschen haben, auf der ältesten Wulfscholle, wird jetzt gepflügt. Hier wollen sie in ein paar Tagen Raps sehen. Hans-Peter, der Altenteiler, ackert schon wieder. Boah, nur haben wir ja auch. Im Winter reichlich. Und wenn man jetzt mal sagt, jetzt ist das ja ein bisschen eilig, aber sonst mal hier, wenn die Ernte gewesen ist, haben wir ja ein bisschen mehr Zeit wieder. Aber so wie jetzt die Bestellung und so, ist das jede Minute kostbar nachher. Wenn wieder gerichtet hat, es hat ja nichts gebracht die ganze Zeit. Dann kommst du nicht weiter und wir sind jetzt so weit zu, dass der Raps in der Erde muss und wir hängen im Prinzip bald hinterher. Und das hat mal acht Tage regnen, dann sind wir schon zu spät. Am frühen Abend noch 28 Grad. Statt angekündigter Regenpause jetzt Hitzestau. Jetzt merkt man auch, dass eben die Wärme in uns allen so aufsteigt, dass wir alles was Kaltes brauchen. Selbstgemachtes Eis als Erntedank, das Getreide eingefahren zu Rekordpreisen. Bitte. Dafür haben wir auf der anderen Seite wieder die Einbuße auf unseren Betrieb mit der Milch. Die Milch ist jetzt ja so gefallen unter 30 Cent, 28 Cent pro Liter. Insofern ist das gut, wenn man den Ausgleich hat und man hat mehrere Betriebszweige. Der letzte Streifen Weizen. Die beste Ernte seit Jahren. Fast 300 Tonnen Weizen plus Gerste und Raps unter Dach und Fach. Dafür haben Jörg Wulff und seine ganze Familie lang und hart gearbeitet. Wenn man dann wieder eine gute Ernte eingefahren hat, dann freut man sich natürlich. Aber man freut sich nachher auch auf die neue Aussaat. Man sieht dann ja die Pflanzen, wie sie keimen, der Bestand langsam wächst. Und das ist einfach eine tolle Zeit. Morgen wird Raps gesät. Nach der Ernte ist vor der Ernte. So ist das bei den Wulffs. So ist das in der Landwirtschaft.